Hallo meine lieben Leseratten, kommen wir doch gleich mal zu einer neuen Rezension. Und zwar stelle ich euch von Jasmine Galleon Caught in Darkness vor. Das ist schon der 10. Teil dieser Reihe. Und wer noch nicht so weit mit dem Lesen ist, ich meine, zum Beispiel meine Freundin Kati, die wog sich trotzdem an, auch wenn ich sage, wenn ihr noch nie so weit gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, klickt hier jetzt einfach weg. Und wer es trotzdem jetzt liest, dann noch guckt, hat dann selbst Schuld eben. Ja, wie gesagt, Caught in Darkness ist der 10. Teil in der Otherworld bzw. Schwestern des Mondes Reihe. Auf Deutsch Hexensturm. Ich mache es erstmal so. In Deutsch ist es bei dem Knorr Verlag erschienen, hat neu gekostet 9,99 €. Ich weiß auch nie, ob das Taschenbuch oder Klappbroschüre sein soll. Normal. Hat es 393 Seiten im Deutschen. Und geht halt um Kamel. Im Englischen hat das gute Stück 286 Seiten, also knapp 100 Seiten weniger eben. Und ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, ich denke habe mal so 6 €. Und ja. In dem Teil, wie gesagt, geht es ja um Kamel. Und das Ende vom 9. Buch hat ja so damit geendet, dass also das Kamel da was mit 20 auf einmal hatte. Und das gesteht dann Kamel eben hier in dem Teil ihren Männern und Smokey, also der Drache. Der ist dann komplett außer sich, hat dann auch gesagt, er braucht Ruhe für sich. Und Camille tut mir hier in dem Teil richtig leid, weil sie wird von Smokies Vater eben gefangen. Und auch gedemütigt, geschlagen und sexuell missbraucht alles. Ja, also in dem Teil man bekommt ein bisschen anderweitig mit, also es geht natürlich immer noch um die Geistige, aber in diesem Teil sieht man eben ein bisschen mehr so Hintergründe. Also, dass man, wie gesagt, auch mal Hito, also der Vater von Smokey, richtig scheiße kennenlernt, so ungefähr. Und am Anfang war das auch richtig geil. Ich glaube, zwischen dem 9. und 10. Teil sind die zum ja, dass sie irgendwie wieder in die Nordländer gefahren sind, um da eine bestimmte Sache zu bekommen, und da muss man halt schon selbst lesen. Das ganze Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Ja, 5 Sterne hat das von mir bekommen, weil es einfach Peter Camille tut mir, wie gesagt, hier richtig, richtig, richtig leid in dem Teil. Leider. Ja, meine Lieben, ihr wisst ja, zu Bücher aus einer Reihe kann ich eben nicht sehr viel sagen, weil sonst spoilere ich ja zu sehr, aber wir sehen uns demnächst auf jeden Fall wieder. Und bis dahin, habt euch wohl. Tschüss.